Salzburg Ärzten wegen falscher Maskenatteste in Haft. Oh, ein neuer Hexenprozess. Von wegen? Die war wirklich ein bisschen kriminell. In mehr als 162 Fällen hat sie unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt und ließ sich dafür offenbar sogar bezahlen. Ja, das die kosten normalerweise immer Gebühren. Aber dann ist so viel. Immerhin 12.500 Euro soll der Ärztin eingenommen haben. Das wäre wirklich ein bisschen wie kriminell. Aber ich erinnere mich mal an Sommer 2020. Da hat der Staat, also der Steuerzahler, für eine einzige lächerliche FFP2-Staubschutzmaske 8 fette Euro bezahlt. Das war auch kriminell, aber richtig kriminell. Trotzdem, falsche Atteste, um die Maskenpflicht zu umgehen. Die Maskenpflicht, ja, ja, von da so gut wie feststeht, dass sie ja gar nicht gebracht hat. Im Freien hält sie sogar der Lauterbach schon für Schwachsinn. Trotzdem, das mit den falschen Attesten muss bestraft werden. Kein Arzt hat sich getraut, legal richtige Atteste, Maskenbefreiung, medizinisch begründet auszustellen. Das Ausstellen sicher Dokumente wurde zum staatsfeindlichen Verbrechen aufgebläht. So war's doch. Aber deswegen muss man da kein Reibach da mit dem machen. Richtig, das muss man nicht. Das darf man nicht. Das gehört sich nicht. Allerdings gehören die Leute, die sinnlose Gesetze erlassen und Menschen dazu treiben, sich in ihrer Verzweiflung Massenbefreiung und Impfausweise illegal zu beschaffen, die gehören auch auf die Anklagebank. 84 Objekte in ganz Deutschland wurden durchsucht. 225 Polizeibeamte waren im Einsatz. Beachtlich, beachtlich. Wenn jeder dieser 225 Beamten im Schnitt ungefähr 3 Stunden im Einsatz war, macht das 675 Stunden und Kosten von mindestens 30.000 Euro. Wahrscheinlich viel, viel mehr, um einen Schaden von 12.500 Euro aufzuklären. Du meinst, es geht gar nicht so ums Geld? Nur Quatsch. Mit Kanonen auf maßnahmenkritische Spatzen schießen. Das war's. Nehmen wir mal was anderes. Ein Beispiel. Cum-Ex. Schaden 30 Milliarden Euro. Anzahl der Beamten, die das aufklären? 20, 30, 50? Mehr bestimmt nicht. Und Cum-Cum? Ich glaube, da wurde noch gar nicht aufgeklärt. Ja, woher sollen sie denn die Leute dafür nehmen? Die werden gebraucht, um falsche Maskenatteste und Impfausweise zu ermitteln. Genau so ist es.